So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jade Empire. Wir sind immer noch in der Arena, haben in der letzten Folge etwas über die Vergangenheit von Schwarzer Wirbelwind erfahren. Aber ich möchte eigentlich einen anderen Begleiter dabei haben. Wir kommen mit dem mit unserem Kampf, mit unserem, ich sag mal, Überzeugungsstil nicht ganz so klar. Ich glaube, ich nehme mal wieder Chai Ka mit. Den hatten wir noch nicht. So, Chai Ka, Unterstützung, perfekt. Hallo Wildblume. Einmal zu Kui. Ich würde gerne hören, dass ihr bereit seid für euren nächsten Kampf. Aber sowas von. Was braucht ihr? Erzählt mir über meinen nächsten Kampf. Dieser nächste Kampf dürfte eine Kleinigkeit sein für euch. Ich möchte euch noch einmal gegen 4 Kämpfer antreten lassen. Das Publikum liebt so etwas. Wir werden uns durch sie... Diese 4 sind stärker als die Schüler, die ihr besiegt habt. Aber ihr schafft das schon. Seid ihr bereit? Natürlich. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Er sagt immer dasselbe. Ja, stimmt. Wir haben in der letzten Folge ihn genau so aufgefunden. Ihr selbst? Starker Arm der alte Stallknecht hat ihn gefunden. Er hat alle anderen draußen gehalten. Wir können ihm vertrauen. Was ist mit Ko? Wissen wir, wer es getan hat? Als ich ihn zuletzt gesehen habe, folgte er Silberner Phönix. Sie hat den nächsten Kampf, oder? Er setzt die vorgesehenen Gegner durch unsere eigenen Leute und sorgt dafür, dass ihre Klingen mit dem Extrakt der schwarzen Orchidee eingerieben sind. Nicht einmal die uralte Magie dieses Ortes könnte ihr Gift neutralisieren. Wird erledigt. Was ist mit Ko dem Glückspilz? Es sind hunderte von Leuten da, die die neue Kämpferin sehen wollen. Wir können die Leiche unmöglich hier raustragen. Dann tun wir es eben nicht. Man muss immer mit den Möglichkeiten zurechtkommen, die man hat. Ja gut, das ist ein bisschen ekelhaft, aber was soll man machen? Interessante Darstellung. Blitzende Klingen und tödliche Anmut. Ich würde sagen, wenn, dann benutzen wir erstmal unser Drachenschwert. Damit sind wir bisher noch am besten. Erstmal lass mir vom Leib, Leute. Gar nicht mal schlecht. Wir haben noch keinen aufgefüllten Fokus, verdammt. Und ich nehme mal nicht an, dass die Leute für so Sachen anfällig sind wie... harmonische Kombos, aber man kann es immer probieren. Nein, sind sie nicht. Und man kann sie natürlich auch, wenn sie versteinert sind, verprügeln. Haben wir ein paar. Ich glaube, das ist der Viper-Stil. Man ruckelt das so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Focus Power Up. Yay. Na gut, du kämpfst waffenlos. Dann nutzen wir doch mal die 1000 Schnitte. Ha. Vermögen nur ziemlich. Komm, wir benutzen jetzt die blutroten Krähen. Die machen dafür, dass wir die nicht geskillt haben, schon Schaden. Also wenn wir die ausgeskillt haben, sind die mal verdammt heftig. Haben zwar eine geringe Reichweite, aber sind schon ziemlich hart vom Schaden. Ich weiß nicht, wer diese Männer waren. Ich hatte ganz andere Kämpfer für euch ausgesucht. Die gehörten nicht der Gilde an und vergiftete Klingen hatten sie erst recht nicht. Und die Schutzmagie, wurde die etwa auch aus der Kraft gesetzt? Die Schutzzauber sind nutzlos gegen Gift. Dieses Problem haben wir leider nie in den Griff bekommen können. Das waren Kailans Männer, nicht meine. Ich möchte mich von dieser Sache so weit wie möglich distanzifizieren. Ich gebe gut auf meine Kämpfer Acht. Das müsst ihr mir glauben.
Das glaube ich dir gerne, Qui. Kurz bevor ihr heraufkamt, erhielt ich eine Mitteilung von einem der Gildenmänner außerhalb der Arena. Sie möchten sich entschuldigen. Entschuldigen? Ich glaube, Kai Lans Handeln hat ihre Erbilligung missregt. Nach dieser Mitteilung braucht ihr dergleichen wohl nicht mehr zu fürchten, denke ich. Gut. Wie kann ich der Gilde vertrauen? Sie haben doch hinter all dem gesteckt, oder nicht? Vergesst bitte gleich wieder, dass ich das gesagt habe, aber es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen Kai Lan und der Gilde. Er strebt nach mehr Macht und einigen Gruppierungen will das gar nicht gefallen. Sicher ist euch nicht wohl dabei, mittendrin zu stecken. Aber wie der Wetterkundige sagt, im Auge des Sturms ist man am sichersten. Nächster Kampf. Die kaiserliche Armee ist mit einem Wunsch an uns herangetreten. Einer unserer besten Kämpfer möge die Kampftauglichkeit einer kleinen Gruppe von Kriegsmaschinen überprüfen, die man Golems nennt. Golems? Ich habe entschieden, dass ihr dies tun sollt. Zeigt ihnen, dass unsere Kämpfer besser sind als irgendein Ding, das die Armee gebaut hat. Irgendein Ding? Seid ihr bereit, zu zeigen, was ihr könnt? Da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht gegen Golems gekämpft. Dann zeige ich mal, wie das ist. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Wie immer, Qui. The same procedure as every year. Die kaiserliche Armee beehrt uns mit einer absolut einmaligen Prüfung. Wenn ich mich recht erinnere, sind Golems nämlich immun gegen waffenlose Stile. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, sind sie. Wie gedacht. Dann, mit einem Waffenstil muss man sie verletzen können. Ich weiß nicht, wie es mit Magie steht. Gegen Magie sind sie immun. Ich schätze, gegen Unterstützung auch. Ja, sind sie. Und wie sieht es mit dem Seelenfänger aus? Gegen den Seelenfänger sind sie nicht immun. Dann haben wir eine gute Chance. Wow. Können die auch anders zuschlagen als so? Die sind nicht gerade gut programmiert, sag ich mal. Oh, ja, sie können's. Und sie hauen dabei ziemlich hart zu. Und sie können halt nicht unterbrochen werden und auch nicht umgeworfen. Höchstens zerfallen sie irgendwann. Aber wir können die Angriffe blocken, das ist schon mal was. Und wir können die einfach kaputt hauen. Also stark sind die nicht. Aber das waren auch nur schwache Golems. Ich wusste, ihr werdet mit diesen Dingern fertig. Die kaiserliche Armee hat mich wissen lassen, dass man ihre Machart dank eures Einsatzes verbessern konnte. Ich finde ja, sie sollten lieber bei traditionellen Soldaten bleiben. Tien, der Scharfsinnige, brauchte doch auch keine Maschinen, um das Kaiserreich zu erbauen. Nächster Kampf. Ich habe diesen Kampf in aller Eile ankündigen lassen und die Ausrufer haben sich heiser gebrüllt. Ich höre, es werden uns sogar eine große Anzahl von Edelleuten die Ehre geben. Oh, schön. Es kommt nicht oft vor, dass ein einzelner Sieg in der Silberklasse so viel Gewicht hat, müsst ihr wissen. Worum geht's denn? Aber das ist nichts im Vergleich zu den Fähigkeiten des silbernen Phönix, der sich so schnell, so himmelhoch aus der Asche erhob. Solche Neuigkeiten verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Wollt ihr jetzt gegen Soldat antreten? Die Meisterschaft der Silberklasse winkt. Natürlich. Lasst uns anfangen. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Eine Filmsequenz. Ach, wir stecken in Käfigen. Oh, Pyrofans. Ja, dann zeigen wir dir mal das Loch. Dann zeigen wir dir mal, wo der Frosch die Locken hat, ne? Kann sich Silberner Phönix auch die Silberklasse sichern? Der Eisensoldat wird nicht leicht zu bezwingen sein. Er ist ein normaler Mensch, er ist gegen alle Sachen anfällig. Aber er hat viele Lebenspunkte, das muss man ihm lassen. Und er ist schnell. Das liegt aber auch an seinem Stil.
Ja, da haben wir ihn fast. Doppelsäbel und... Oh, er steht noch. Ha, da hatten wir ihn. Ist uns mitten in die Klinge gesprungen. Soldat ist ein starker Gegner. Ich hoffe, es ist euch klar, wie viele Krieger schon erfolglos versucht haben, ihn aus der Meisterschaft der Silberklasse zu extrapolieren. Ihr könnt stolz darauf sein. Fehlt nur noch die Goldklasse. Ab jetzt werden die Kämpfe noch härter für euch. Seht sie als eine Art Probe für den Kampf gegen den Verwüster. Werde ich. Wenn ihr das Publikum begeistern könnt, dürft ihr gegen den Verwüster höchstpersönlich antreten. Das verspreche ich euch. Darauf brenne ich. Ich denke, eine zufällige... Das Publikum hat gerast. Ich denke, wir sollten uns mal über eine zusätzliche Gratifikation unterhalten. Ihr habt genug bekommen. Ich weiß, die Menge war begeistert, aber ich kann euch unmöglich mehr geben deswegen. All eure Kämpfe sind eindrucksvoll. Intuition. Hätte Soldat nicht nach einem solchen Kampf ohne eine Sonderprämie Hätte Soldat sich nach einem solchen Kampf ohne eine Sonderprämie abspeisen lassen? Ich weiß, ihr fühlt euch wie ein aufsteigender Stern, aber wir haben hier feststehende Prämien. Wenn ihr den Hunger eurer Börse stillen wollt, seht zu, dass ihr in die Goldklasse aufsteigt. Wie viel brauchen wir eigentlich noch von Level ab? Das wäre also geklärt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Erstmal nicht. Es sind interessante Zeiten. Ihr solltet euch in den Straßen genauso vorsehen wie im Ring. Ich fürchte, Kai Lan ist von eurer Leistung alles andere als begeistert. Ja, wir haben Level Up. Perfekt. Perfekt. Ich würde sagen, einer in den Geist und zwei in den Körper. Fertig. 16 Stilpunkte. Jetzt erstmal die blutroten Tränen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Schaden, geringeren Fokuskosten. Ja, Schnelligkeit kann auch nicht schaden, aber jetzt noch einen Punkt übrig. Den behalten wir, den sparen wir. So, reden wir doch mal... Oh, der Hinrichter. Die anderen Kämpfer können eure Siege nicht länger ignorieren. Ihr seid eine Meisterin der Arena, des Platzes, auf dem Hinrichter geboren werden. Vielleicht steckt mehr in euch, als ihr ahnt. Am Ende habt ihr ja doch das Zeug zur Hinrichterin. Warum seid ihr überhaupt hier, wenn ihr bereits die Gunst des Inquisitors genießt? Hofft ihr auf den Segen eines weniger korrupten Mannes? Wenn ihr gut genug seid für mich. Das ist eine mutige Einstellung und eine, die wir respektieren. Vergesst jedoch nicht, dass ihr nur eine einfache Rekrutin sein werdet, wenn wir euch aufnehmen. Wenn ihr das überlebt, findet ihr Aufnahme in einem Orden, wie es keinen zweiten gibt. Wir vollstrecken den Willen der Hand des Todes und des Kaisers. Wir hüten die Schätze des Kaiserreiches. Das wird eure Aufgabe sein. Werdet ihr angesichts von Silbermünzen, Goldbarren und sagenhaften Artefakten eurer Pflicht treu bleiben können? Ja, es wäre mir eine große Ehre, natürlich gelogen. Dann sollten wir keine Zeit mehr vergeuden. Ihr seid die Richtige und ich werde euch gestatten, mit der Ausbildung zu beginnen. Begebt euch zu unserer Festung. Sie liegt jenseits des Gräberfelds, das man Stadt der Toten nennt. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr das Viertel der wohlhabenden Leute durchqueren. Zeigt das hier vor, damit man euch erkennt. Ich setze große Erwartungen in euch. Nicht viele unserer Rekruten verfügen über die Fähigkeiten, es zum Exekutor zu bringen und gleichzeitig über die Persönlichkeit, so loyale Gefolgsleute um sich zu scharen. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Spielt nicht die Unwissende. Selbst wenn man blind und taub wäre, würde man die Ankunft einer so großen Gruppe von Leuten bemerken. Und meinem Orden entgeht grundsätzlich nichts. Ich habe eure Gefolgsleute sehr wohl bemerkt. Ich kenne ihre Stärken und ihre Schwächen. Ihr versteht es, die Loyalität der meisten zu gewinnen, die euch folgen.
Das wird euch viel nutzen. Wollt ihr etwa sagen, es gibt jemanden, der mir nicht loyal ist? Will ich das? Oder zweifelt ihr an euren eigenen Fähigkeiten, mit jemandem fertig zu werden, der sich als Verräter entpuppt? Mit der Zeit werdet ihr sehen, dass eure Loyalität dem Orden gegenüber das Einzige ist, was zählt. Solltet ihr die Ausbildung überleben und im Vollbesitz eurer geistigen Kräfte bleiben, werdet ihr vielleicht eines Tages an meiner Seite dienen. Ihr seid schnell, aber diese Leute haben eine Nase für Potenzial. Die anderen werden von unserem Erfolg hören wollen, nachdem wir die Arena verlassen haben. Siegel des Todeshinrichters. Jetzt holen wir uns nachher noch das des anderen ab und dann, ja. Hier steht jemand? Ach, Dao Shen. Der hat jetzt eine Quest. Aber ich würde sagen, die Quest holen wir uns in der nächsten Folge. Ja. Lasst gerne konstruktive Kritik da. Sagt mir, was ihr von der Spielweise haltet, von der Moderation, etc. Und seht euch auch gerne die nächste Folge an. Bewertet meinetwegen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Jade Empire. Vielleicht habt ihr auch Spaß mit dem anderen Let's Play. Ich glaube, das müsste inzwischen sogar nebenher laufen. Deadpool. Aber ja, erstmal Cheerio, bis zum nächsten Mal.